6 Monate später. Sind Sie im Gebäude? Ja, verdammt. Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Menschenleben. Als wenn das euch irgendwas wert wäre. Seraf Industries ist stolz darauf, seine Unternehmenszentrale hier im Herzen von Detroit zu haben. Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen. Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Hier hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und danach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen. Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wenn nur Mac auch noch James hier wäre. Osterberg, bitte melden Sie sich im Testzentrum. Ich bin nicht sicher, was ich von diesem Denkmal halten soll. Was soll das heißen? Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern, die unsere Wissenschaftler für diese Firma erbracht haben. Für die ganze Welt. Genau das ist mein Problem. Ich bin seit Monaten in Therapie, um diese Nacht zu vergessen. Als die ganzen verbrannten Leichen rauskamen. Ich war nicht da, aber es soll schrecklich gewesen sein. Megan, ja, das Eric, war's. Vasili, das ganze Team ist ausgelöscht worden. Wie konnte das nur passieren? Das ist nicht mehr wichtig. Wir müssen sie ehren, indem wir an ihrer Vision festhalten. Wir müssen den Terroristen beweisen, dass wir den Job trotzdem zu Ende bringen können. Naja. Tut mir leid. Es muss unglaublich schwer für sie gewesen sein. Sie wollen das Ganze sicher einfach nur vergessen. Nein, ich will gar nichts vergessen. Irgendetwas ist damals passiert. Ich weiß, aber Jensen, ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Sein Körper hat die Augmentierung erstaunlich gut angenommen, aber sein Kopf, keiner. Und wie bitte? Jensen? Ah, hab Sie gar nicht kommen gehört. Sie müssten längst am Helipad sein, finden Sie nicht? Wieso sagen Sie mir Ihre Befürchtungen nicht ins Gesicht, Peterson? Hey, hören Sie, das war nicht so gemeint. Ich bin wegen der Sache in Milwaukee Junction nur angespannt. Das sind alle hier. Und Sie denken, den Leuten geht es besser, wenn Sie ihnen sagen, Ihr Sicherheitschef wäre ein Sicherheitsrisiko? Nein, nein, das habe ich... Hören Sie, Jensen, wir wissen alle, was Ihnen vor 6 Monaten passiert ist. Normale Menschen erholen sich nicht so schnell von einer Augmentierungs-OP. Dann bin ich wohl nicht normal. Offenbar nicht. Dann hätten wir das ja geklärt. Oh, für die Akten. Ich wurde nicht gefeuert, ich habe gekündigt. In den Akten steht etwas anderes. Die Akten lügen. Ich habe damals mein Leben riskiert. Du elendiger Hund. Und das wird mir jetzt so gedankt? Naja, jetzt gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal ins Tech-Büro und lassen uns dieses merkwürdige Display fixen. Ah, Pritchard.
Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Oh Mann. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Pass auf, was du sagst, Junge. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte DynaCore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Pass auf, was Halten du Sie sagst. Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe Sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte Sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte Sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, Ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt Sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Was für ein arrogantes Arschloch. Ich habe mein Bestes getan. Was konnte ich dafür, dass irgend so ein widerlicher... Was zum Geier machen die hier? Wie... Informatiker. Aber mich wegen irgendwelcher angeblicher Sicherheitsprobleme die ganze Zeit herausfordern. Dummer Hund. Mal schauen, was der Hausmeister zu sagen hat. Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Da gab's wohl einen Einbruch, habe ich gehört. Wo sind Sie, Adam? Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Helipad. Ja, sonst ja. Gibt es eine Katastrophe. Nichts wie los. Zum Helipad. Wegen des letzten Angriffs und der Anhörungen in Washington verloren haben, wurden auf Eis gelegt. So, da ist also das Helipad. Dann schauen wir uns mal um. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Verstanden. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ich denke, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wunderbar, dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen.
Ich habe Farida gesagt, sie soll uns auf einem Dach absetzen. Ich will nicht, dass die Leute sehen, wie sie reingehen. Okay, aber sobald ich weg bin, muss sie auch wieder abheben. Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Pro-humane Puristen, behaupten sie zumindest. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Glauben Sie das? Es ist sicher kein Zufall, dass sie ausgerechnet heute angreifen. Nur Stunden, nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht haben. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das da ist er. Er ist nicht augmentiert, Adam. Kann also nicht zu den Söldnern gehören, die uns überfallen haben. Aber er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Okay, wie soll ich vorgehen? Oberste Priorität hat der Taifun. Ich halte das SWAT raus, bis Sie ihn gesichert haben. Die Einsatzregeln sollten Sie selbst bestimmen. Tödlich oder nicht. Naja, versuchen wir es mal anders. Ich will da drin kein Feuergefecht. Ich will sie nur neutralisieren. Okay, aber sorgen Sie dafür, dass die Mistkerle nicht aufwachen und Ihre Freunde warnen. Wissen Sie noch, wie es da drin aussieht? Zahlreiche enge Gänge, aber die Labors selbst sind eher weiträumig, mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen oder lieber was für kurze Distanzen? Distanzen? Ich würde sagen, eine Fernstreckenwaffe. Geben Sie mir was für größere Entfernungen. Wenn ich näher rankomme, schalte ich Sie von Hand aus. Aber machen Sie bitte nichts Wertvolles kaputt. Der Taifun müsste in den Produktionslabors sein, aber Pritchard wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Geiseln offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Taifun hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist, Sie werden das schon machen. Gentlemen, fertig machen zur Landung. Tschüss, mein Guter. Ja, schauen wir uns erstmal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir hier draußen irgendwelche Hinweise. Ich habe gedacht, vielleicht komme ich ja durch die Lüftungsgitter nach hinten rein. Okay, es gibt also keinen Hintereingang. Also müssen wir wohl doch vorne rein. So, mal hören, was die Polizei zu sagen hat. Gut. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. Was sagt man dazu? Die schicken Dosenöffner zu einer Schießerei. Diese Purity-First-Arschlöcher werden begeistert sein. Pisser? Aha. Ein Energy-Riegel. Okay. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir mit diesem neuen Körper zurechtkommen. Und was in Sachen Schleichen überhaupt möglich ist. Ist das einer von denen? Oder ist es Polizei? Ich habe keine Ahnung. Ich speichere mal ganz kurz.
Ich muss alles erstmal herausfinden hier. Das scheint Polizei zu sein. Sind Sie der Kerl, auf den wir schon seit einer halben Ewigkeit warten? CI Security. Ich bin Jensen. Jensen? Ja, Sie kamen mir gleich bekannt vor. Sie waren in Team 2 bis zu dem Schlamassel in Mexican Town. Hätte nicht gedacht, dass Sie mal von einem CEO Befehle entgegennehmen. Die Zeiten ändern sich. Aber nicht immer zum Besseren. Also, erledigen Sie da drin meinetwegen, was immer Ihr Boss von Ihnen will. Dann können wir vielleicht unseren Job machen. Was er wohl über die denkt? Diese Puristen. Was haben Sie über sie? Was wollen Sie denn wissen? Mit wie vielen muss ich da unten rechnen? Schwer zu sagen. 3 auf dem Innenhof, vielleicht ein halbes Dutzend im Gebäude. Aber das ist nur eine grobe Schätzung. Auf Ihren Kameras scheint nämlich eine Endlosschleife zu laufen. Das kann nicht sein. Ich hatte Sarif gesagt, Pritchard soll das System überholen. Tja, dann haben die wohl einen Techniker. Wir sehen hier jedenfalls nur eine Schleife. Da drin könnten also 5, 10 oder 3 Dutzend Gegner sein. Der Anführer heißt Sanders, richtig? Wer ist der Kerl? Zeke Sanders. Wir lassen ihn gerade durchleuchten. Wie es aussieht, war er bei 2 Einsätzen am Golf dabei. Militärrezyklierungsprogramm und so. Der Mann ist augmentiert? Sarif hat mir was anderes erzählt. Er war augmentiert. Er hat sich seine Augs aber irgendwann rausgerissen. Inzwischen hängt eine Armee leichtgläubiger Straßenkids an seinen Lippen. Die würden für ihn sterben. Oder töten. Haben Sie schon Forderungen gestellt? Noch nicht. Aber Sie machen keinen organisierten Eindruck. Die meisten von Ihnen sehen eher aus wie Straßenschläger. Typen, die gerne ein bisschen randalieren. Wenn Sie mich fragen, ist nur Ihr Anführer ein Problem. Na dann. Ich glaube, ich habe genug gehört. Sicher? Wir wollen doch nicht, dass Ihr Boss unglücklich ist. Sie haben sich ja ziemlich eingegraben. Was hat das Reaktionsteam vor? Alpha leitet die Operation und Bravo sichert ab. Beide Teams sind einsatzbereit. Wir koordinieren den Einsatz von hier. Aber bis wir das Go von Ihrem Boss haben, passiert gar nichts. Okay. Wie viel Zeit habe ich, bis Sie das Gebäude stürmen? Laut Protokoll gar keine. Aber Ihre Anwälte sehen das anders. Je schneller Sie reingehen, desto schneller können wir den Laden stürmen und Feierabend machen. Unsere Leute sind da drin. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Ja. Ihre Werkleiterin, Josie Thorpe. Sie hat einen Notruf abgesetzt, bevor ihr jemand das Handy abgenommen hat. Sie sagte, die Geiseln würden in einem Büro in der Nähe der Montagelabors festgehalten. Macht Sinn. Die Arbeiter wollten einen Fertigungslauf vorbereiten. Sie waren also alle dort. Tja, da wissen Sie mehr als ich. Sonst noch was? Ich glaube, das war's. Jetzt übernehme ich. Warten Sie auf Sarifs Signal. Als hätten wir eine Wahl. Okay, und was hast du noch zu sagen? Na endlich! Sie wissen, dass da drin Geiseln sind, oder? Klar weiß ich das. Sind Sie ja endlich. Die Tür hier führt uns nach dem Eingang. Das ist der beste Eingang. Beeilen Sie sich. Jensen, ich bin's. Pritchard. Wo sind Sie? Auf einem Dach mit Blick auf die Fabrik. Gut. Sie sollten über den Wareneingang reingehen. Ich sollte, Francis? Was zum Teufel meinen Sie damit? Es gibt dort einen Mitarbeitereingang. Der wird aber von den Puristen schwer bewacht. Wenn Sie also kein Freund des Frontalangriffs sind, könnten Sie es auch übers Dach versuchen. Dann würde ich sagen, machen wir genau das. Nur keine Ahnung, wo das sein soll. Also offensichtlich darunter, hm? Hier scheint ja alles verbrannt zu sein. Okay, dann gehen wir mal die Leiter darunter. Und runter. Nein! Das war jetzt ganz besonders geschickt. Gehen wir nochmal die Leiter rauf. Übers Dach, hat der Typ gesagt. Wo meinte er denn dann? Ich bin doch auf dem Dach. Wareneingang. Gut.
Dieser nutzlose Pritchard, ich hoffe, er hat wirklich diesmal die Wahrheit gesagt. Komm ich hier irgendwo hin? Ah, scheinbar nicht. Oder? Oh nein. Gut, dann gehen wir hier runter. Jetzt schauen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob wir den Typ hier umholzen können. Komm schon, Kleiner. Zeig dich. Und weg ist er. Rüber da. Und dann schauen wir weiter. Hoffentlich gibt's hier nicht noch mehr von den Wichsern. Okay. Irgendjemand von hier versehen? Ah, vielleicht meinte er das, dass ich da übers Dach komme. Aber jetzt sollte ich mir erstmal den Typen da schnappen. Ich lasse den gleich finden. Vielleicht ziehen die ihn einfach hier hinten rein. Dann werden sie ihn bestimmt nicht finden. So. Alles nehmen. Okay, jetzt laufen wir hier hinten weiter. Verdammt, hier bin ich voll im Licht. Scheiße. Meint er, ich soll hier hoch? Versuchen können wir es ja mal. Tja. Erstmal können. Vor Lachen. Wie komme ich denn hier rauf? Von hier vielleicht? Puh. Wenn einer von den Wichsern umdreht, bin ich dran. Okay, rauf da. Gut. Okay, geschafft. Aber wenn ich die Typen alle umholzen würde, na. Besser, ich gehe da rein. Nicht, dass den Geiseln noch irgendwas passiert. Also nichts wie rein. Oh nein, was ist denn hier los? Verdammt. Komm ich da rauf? Oh, scheinbar schon. Naja, das hat ja viel gebracht. Okay. Und dann jetzt hier rauf? Hä? Warum komme ich denn hier nicht rauf? Hallo? Hä? Ach, come on. Blödes Spiel. ja. Das hat ja super funktioniert. Scheiße. Wie soll ich denn da drüber kommen? Kann ich das irgendwie ausschalten? Andrusch. Bringt nichts. Und einfach drüber. Mit einem beherzten Sprung. Okay. Der hält also nicht ganz so viel aus, wie ich gedacht hatte.